Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von 24 Hours in Isolation, einem Format auf unserem Kanal Vibes 15. Mein Name ist Chloe und ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast, Sebastian Stricker. Sebastian ist der Co-Founder und CEO von Share, einer Konsummarke und einem Social Business, das nach dem 1+1-Prinzip agiert. Das bedeutet für Share, dass wenn man eine Flasche Wasser von ihnen kauft, dass sie zugleich einen Tag frisches Trinkwasser an Menschen in Not spenden. Kauft man einen Nussriegel von Share, dann spendet man damit eine Mahlzeit. Ich habe Sebastian aka Dr. Dugut, so war der Titel damals zu dem Artikel, den ich zu ihm geschrieben habe, vor ein paar Monaten bereits getroffen und interviewt. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Wir sprechen unter anderem über die Rolle von Social Businesses für die zukünftige Wirtschaft und Gesellschaft. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du da bist. Hallo Chloe, ich freue mich hier zu sein. Ja, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es dir gar nicht so schlecht geht mit Share in der aktuellen Corona-Krise. Ihr könnt dennoch sogar Erfolge feiern, zum Beispiel 30 Millionen Shares. Vielleicht erzählst du uns dann im Nachhinein auch gleich, was das bedeutet. Und ihr könntet sogar neue Partner, neue Deals abschließen. Also wie erlebst du mit Share die aktuelle Zeit? Ja, ich glaube, wir haben Glück unter Anführungszeichen. Es gibt ja Branchen, die von Corona sehr hart getroffen sind. Und da gibt es andere Branchen, wie beispielsweise der Lebensmittelbereich, bei denen man jetzt nicht so große Einflüsse sieht. Und wir sind ja glücklicherweise in der Lebensmittelbranche und haben auch in diesem Bereich ein recht diversifiziertes Produktportfolio. Insofern können wir, auch wenn ich mich vergleiche zu anderen Startups, die man so kennt, oder anderen mittelständischen Unternehmen, glaube ich, sind wir noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Und man liest von euch, dass ihr jetzt zum Beispiel diesen Rekord 30 Millionen Shares gebrochen habt. Was bedeutet das konkret? Also die Idee von Share, also sozusagen das englische Wort für teilen, ist ja, dass man mit seinem Einkauf die Welt ein bisschen besser macht. Und der Markenname ist jetzt Share. Also man für jedes Produkt, das man einkauft, teilt man das mit jemandem, der nicht die Möglichkeit hat, so ein Produkt zu kaufen. Entweder weil die Person in die falsche Familie hineingeboren wurde oder in der falschen Weltregion lebt oder einfach nicht genug Geld hat. Und wir mögen es, sozusagen unsere verkauften Produkte als Shares zu bezeichnen. Und emotional ist das etwas, was uns anspricht. Wir sprechen auch davon, dass aktuell so circa alle 2 Sekunden jemand teilt, eben indem er ein Share-Produkt konsumiert. Und da haben wir tatsächlich vor rund 2 Wochen den 30-millionsten Share gehabt. Das ist, manchmal muss man aufpassen, dass man nicht so die Relationen zu den Zahlen verliert und auch nicht vergisst, was denn da eigentlich dahinter ist. Und jetzt haben wir eben vor rund 2 Wochen gefeiert, dass wir das 30-millionste Produkt sozusagen verkauft haben und dadurch auch eben unsere Hilfsprojekte unterstützen können, die bei etwas mehr als 600.000 Menschen aktuell stehen. Ihr habt ja mittlerweile ein ziemlich breites Sortiment. Das reicht von Studentenfutter über Duschgel und Seife bis hin zu Mehl. Gab es da bei euch auch Engpässe in der Wertschöpfungskette, sei es bei Lieferanten oder bei den Vertriebspartnern? Absolut. Wir sehen Corona-bedingt nicht wirklich einen Rückgang der Nachfrage. Die Leute kaufen nach wie vor Produkte des täglichen Bedarfs. Was wir aber sehen, ist, dass unsere Supply Chain, gerade wir als junges Unternehmen, bei dem die Supply Chain sowieso schon oft am letzten Drücker funktioniert oder zumindest nicht so stabil ist wie bei etablierten Unternehmen, da sehen wir, dass die Corona-Krise schon sehr starke Einflüsse auf unsere Supply Chain hat. Beispielsweise unser Hygieneportfolio, das ja aktuell sehr nachgefragt ist, da hatten wir einen sehr unangenehmen Stockout von rund 6 Wochen. Das sind tatsächlich 6 Wochen, in denen wir keine Produkte von uns, Hygieneprodukte von uns anbieten konnten. Und zwar Seifen, aber auch Desinfektionsmittel, die durch die Decke gegangen sind, aber beispielsweise auch unser Klopapier. Und das hat schon, das verursacht vielen Stress, gerade für ein Unternehmen wie unseres, das ja recht jung ist und deswegen auch nicht über unendlich viel finanzielle Mittel verfügt. Musstet ihr auch intern in eurem Team ein bisschen adaptieren? War Kurzarbeiten so etwas ein Thema für euch? Absolut. Wir sind, glaube ich, also wir hatten tatsächlich einen Corona-Fall im erweiterten Team. Der ist glücklicherweise
sehr positiv ausgegangen. Das war ganz am Anfang der Corona-Krise. Hat sich auch tatsächlich eine Deutsche, wir sitzen ja in Berlin, die sich aber in Österreich angesteckt hat, also der Klassiker, zumindest aus Berliner Perspektive, in Tirol. Das ist glücklicherweise ist das gut ausgegangen. Wie sich eben diese Corona-Krise entwickelt hat, ist Kurzarbeit, glaube ich, quer durch Europa ein Thema geworden, auch bei uns, wenngleich wir, glaube ich, sowohl beim Thema Kurzarbeit als auch beim Thema Homeoffice versuchen, ein bisschen more measured, mehr vorsichtig vorzugehen. Das bedeutet, wir haben, glaube ich, weniger als andere auf Kurzarbeit zurückgegriffen, rund 10% unserer Belegschaft. Wir sind aber auch etwas vorsichtiger, was Homeoffice betrifft und stürzen uns jetzt nicht in diesen Homeoffice-Hype hinein, wo wir sagen, alle können von jetzt an von zu Hause aus arbeiten oder von wo aus immer sie wollen. Aber sozusagen, um auf deine Frage einzugehen, Kurzarbeit ist nach wie vor ein Thema bei uns. Warum ist das, dass ihr nicht wie manche andere Unternehmen wie Twitter jetzt komplett auf Homeoffice setzt? Ja, also wir glauben, dass es Rollen gibt, die sich mehr für Homeoffice eignen als andere. Ich glaube, in der Softwareentwicklung ist das schon länger ein Thema und gibt es auch gewisse auch schon Arbeitsmethoden und Erfahrungen, wie man das möglichst gut macht. Es gibt andere Rollen, die auch davon leben, dass man in sehr engem Austausch miteinander ist. Also die ganzen kreativen Themen, auch was sozusagen Strategieentwicklung betrifft, da glauben wir, dass das schwer planbar ist, dass das nicht unbedingt in bestimmte Meeting-Slots hineindrängbar ist und sehr davon lebt, dass man eben schnell auf Zuruf Gedanken teilen kann. Das, glauben wir, ist der eine Grund. Es gibt einfach Rollen, die sich dafür besser eignen und andere Rollen, die sich weniger gut dafür eignen. Das andere ist aber, dass wir sagen, das ist schon eine sehr andere Arbeitsmethodik. Und bevor man sich da jetzt von einer Arbeitsweise in eine andere hineinstürzt, macht es vielleicht Sinn, dass man sich einmal überlegt, wie denn das wirklich gut funktioniert und auch sozusagen im kleineren Stil einmal testet. Und das machen wir. Wir sagen, wir müssen jetzt mal herausfinden, wie das wirklich gut funktioniert, bevor wir uns da jetzt hineinstürzen und auf einmal jeden nach Hause schicken. Mhm. Nun bist du ja als Sozialunternehmer aus tiefster Überzeugung, aus Leidenschaft und auch ziemlich gut vernetzt in der Bubble, Berliner Bubble dazu. Wie hast du das in deinem Umfeld erlebt? Es geht ja nicht allen Social Businesses noch so relativ gut wie euch. Vor allen Dingen den kleineren, und es geben auch circa die Hälfte der deutschen Sozialunternehmer an, dass sie nur mal circa ein halbes Jahr ja geschäftsfähig bleiben können. Mhm. Ja, also ich glaube, ich bin Unternehmer aus Leidenschaft, aber auch hier gibt es, glaube ich, sozusagen einen Unternehmerbegriff, der sehr eng gesehen wird und immer an Unternehmen als Organisationsform geknüpft wird. Als das verstehe ich mich weniger. Ich glaube, es geht eher sozusagen um das Umsetzen von Projekten oder von Innovationen und kreativen Ideen. Das ist, glaube ich, so, wie ich Unternehmertum interpretiere. Das andere ist diese Überzeugung, dass es wichtig ist für ein Projekt, aber auch ein Unternehmen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und dass das eben ein Wettbewerbsvorteil sein kann gegenüber den etablierten Unternehmen. Das nennt man aktuell Sozialunternehmen, wenngleich ich glaube, es ist einfach eine smartere Form von Unternehmertum oder Zieldefinition für, in unserem Fall, eine GmbH. Ich glaube, was man in Berlin sieht oder in Deutschland oder in der ganzen Social Impact-Szene, ist, dass es auf der einen Seite eine Sorge gibt, dass die Corona-Krise vor allem junge Unternehmen betrifft, die weniger Kapitalstock haben, die weniger etablierte Prozesse haben, die auch Marken haben, die die Leute nicht so gut kennen und sich gerade in einer Situation der Krise lieber auf bekannte Marken zurückziehen. Das ist, glaube ich, die eine Sorge. Auf der anderen Seite gibt es das Gefühl, dass die Krise dafür sorgt, dass Nachhaltigkeit und Solidarität mehr gefragt ist. Da gibt es in unserer Szene eine bekannte Studie dazu. Accenture hat vor rund einem Monat 3000 Leute quer über 15 Länder befragt zu ihrem Konsumverhalten und zu ihren Plänen, wie sie mit dem Konsum während der Krise, aber auch nach der Krise umgehen wollen. Und da haben 45% der Befragten gesagt, dass sie auch nach der Krise nachhaltiger und solidarischer konsumieren wollen als zuvor. Das heißt, wir glauben, während die Krise wahrscheinlich dazu führt, dass Konsumausgaben gezielter und wahrscheinlich auch weniger getätigt werden,
dass es einen Shift gibt, einen noch viel stärkeren Shift, als er jetzt schon passiert. Ist ja mit Abstand, wächst ja viel, viel schneller als der normale Konsum, der nachhaltige Konsum. Wir glauben, dass das hoffentlich sich noch weiter verstärkt. Also da ist quasi einerseits ein Umdenken auf der Konsumentenseite zu sehen. Andererseits glaubst du, bedarf es auch einem Umdenken auf der Unternehmerseite, wenn man jetzt auf die konventionellen Unternehmer schaut, die vielleicht sich noch sehr nach Profitmaximierung und BIP richten? Ja, also wir sind der Auffassung, dass es eine klassische Perspektive auf Unternehmertum gibt, die da lautet, ich muss mich entscheiden, ob ich jetzt Gewinn maximieren will, dann bin ich sozusagen ein For-Profit-Unternehmen, oder ich muss mich entscheiden, ob ich gesellschaftlichen Mehrwert maximieren will, dann bin ich üblicherweise ein Non-Profit-Unternehmen. Wir glauben, dass das eine veraltete Art und Weise ist, darüber nachzudenken. Das ist eine Art und Weise, darüber nachzudenken, wo Unternehmen Gewinne erwirtschaften, weil ihnen eben gesellschaftliche Verantwortung nicht so wichtig ist. Oder wo sie zum Teil auch Gewinne erwirtschaften und dadurch soziale Probleme erst schaffen. Also ich glaube, das Thema Klimawandel ist da ja ganz eindrücklich. Ich habe ein Unternehmen, das verursacht Treibhausgase. Ich werde aber als Unternehmer wahrscheinlich nicht versuchen, diese Treibhausgase zu vermeiden, denn das würde ja Kosten verursachen und die Kosten reduzieren wieder meinen Gewinn. Diese Logik ist nachvollziehbar, aber wir glauben, dass die veraltet ist. Wir glauben, es gibt eine andere Logik, die da lautet, indem ich mich auf gesellschaftliche Probleme fokussiere als Unternehmer, kann ich noch viel mehr Gewinne erwirtschaften oder zumindest schaffe ich mittel- und langfristig ein Unternehmen, das nachhaltiger ist, auch wirtschaftlich nachhaltiger und erfolgreicher ist. Da gibt es viele verschiedene Beispiele dafür. Ein gutes Beispiel ist, oder ein bekanntes Beispiel ist der Prius, der Toyota Prius. Die Idee damals war, dass man gesagt hat, man will das umweltfreundlichste Auto bauen. Man will die Emissionen im Vergleich zum Durchschnitt um die Hälfte reduzieren und dachte, dass das die wesentliche Markendifferenzierung sein kann für diesen Toyota Prius. Es hat einige Zeit lang gedauert, bis das funktioniert hat, ist aber dann zum erfolgreichsten Auto von Toyota geworden. Und wir glauben, dass sozusagen der Startpunkt, ich will ein echtes gesellschaftliches Problem lösen, sehr, sehr spannend sein kann, um ein wirtschaftlicheres Unternehmen zu bauen. Und das ist das, was wir mit Share versuchen zu machen. Share hat ja eben dieses sogenannte 1+1-Prinzip, wie wir es nennen, für jedes Produkt, das wir verkaufen, bekommt jemand anderer in Not eine Hilfsleistung aus derselben Kategorie. Also ich kaufe mir etwas zu trinken, jemand anderer bekommt einen Tag Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das passiert unabhängig davon, ob wir Gewinne oder Verluste erwirtschaften. Ich kann mir als Konsument sicher sein, ich kaufe mir da etwas und jemand anderer profitiert davon. Das heißt, es ist ganz zentral in unserem Businessmodell drinnen. Wir glauben aber, dass das dazu führt, dass wir weniger Marketing machen müssen, höhere Sympathiewerte auf Seiten unserer Kunden, aber auch der Händler, auch der Lieferanten haben. Wir glauben, dass das dazu führt, dass unsere Mitarbeiter motivierter sind und wir dadurch hoffentlich ein Unternehmen bauen können, das besser funktioniert als die anderen Unternehmen, die da draußen sind und dadurch auch sozialen Mehrwert schafft. Jetzt im Hinblick auf den Wiederaufbau der Wirtschaft, bei dem wir stehen, was muss deiner Meinung nach geschehen, politisch, auch zivilgesellschaftlich, damit Unternehmen wie Share weiter befördert werden, jetzt im Hinblick auf Fonds und Rettungsschirme, die da so geschnürt werden zum Beispiel? Ja, also sozusagen die viel zitierte Idee, dass die Krise auch eine Chance sein kann, das, glaube ich, müssen wir jetzt einfach so umarmen. Wir als Share wollen keine bessere Behandlung als andere Marktteilnehmer haben. Also wir versuchen natürlich durch unser Tun Wettbewerbsvorteile zu generieren, aber es wäre jetzt schwierig zu argumentieren, dass wir jetzt besondere Aufmerksamkeit seitens des Regulators beispielsweise genießen sollten. Wir glauben, was notwendig ist, wir müssen uns, im Wesentlichen glauben wir, dass zwei Dinge super wären, wenn man es jetzt machen würde. Es wird gerade seitens der öffentlichen Hand sehr viel Geld in die Wirtschaft hineingepumpt.
Wir sollten uns überlegen, welche Form von Wirtschaft wir haben wollen in der Zukunft. Eine Wirtschaft, die die Welt besser macht oder eine Wirtschaft, die die Welt schlechter macht. Viele Industriezweige machen die Wirtschaft schlechter. Gibt es viele Beispiele dafür. Vielleicht sollten wir aufpassen, dass die Gelder, die wir jetzt der Wirtschaft zur Verfügung stellen, in Branchen investiert werden, die die Wirtschaft besser machen oder die Gesellschaft besser machen. Also vielleicht nicht Tabakunternehmen und vielleicht eher nachhaltige Stromerzeuger. Ja, das würde wahrscheinlich Sinn machen. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist wirklich ein konsequentes Internalisieren von Externalitäten. Ein großes Problem in der Wirtschaft ist, dass es eben immer noch nicht so ist, dass Unternehmen die vollen Kosten ihres Tuns mit berücksichtigen müssen in ihrer G&V. Klimawandel ist ein super Beispiel dafür. Es ist zum Teil immer noch einfach billiger, das Klima zu verpesten, als zu versuchen, Treibhausgase zu vermeiden. Und selbst wenn manche Kosten in Unternehmen umgehängt werden, es sind nicht alle Kosten. Und das ist einfach eine Verzerrung und eine Dummheit, die wir aus der Vergangenheit mit uns ziehen. Und diese Externalitäten, die aktuell Unternehmen nicht in Rechnung gestellt werden, aber andere Unternehmen, die beispielsweise nachhaltig handeln, auch nicht zahlen müssen, die haben keinen Vorteil daraus. Das muss geändert werden. Und hier muss sozusagen die Gesetzgebung verändert werden. Und eben ein Playing Field schaffen, ein Spielfeld schaffen, wo alle die gleichen Voraussetzungen haben. Mhm. Nun, meine letzte Frage an dich. Die Spenden, die ihr durch Share gewinnen könnt, bereitstellen könnt, die zielen also auf die grundlegendsten Bedürfnisse von Menschen ab. Also das ist sauberes Trinkwasser, das ist ein Stück Seife, das ist eine Zahnbürste und auch du mit deinem Hintergrund in den Vereinten Nationen. Werden die Probleme, denen ihr gerade entgegen oder denen ihr grundsätzlich entgegenwirken wollt, durch die Corona-Krise noch verstärkt? Und wenn ja, welche sind das? Ja, also die Corona-Krise hat leider eine Konsequenz, wie viele andere Krisen sie auch haben, nämlich, dass sie die Ärmsten am härtesten trifft. Ich habe ja tatsächlich einmal für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gearbeitet. Das ist eine humanitäre Organisation, die also in Notfällen im Wesentlichen Lebensmittel transportiert und verteilt. Und dort misst man sozusagen die Situation des Hungers auch anhand der akut hungrigen Leute. Also jene Leute, die einfach jetzt Tage oder Wochen lang nicht so viel zu essen hatten, richtig abmagern und deswegen es auch ein großes Risiko gibt, dass die entweder schwere Krankheiten bekommen oder einfach sterben. Und die Vereinten Nationen prognostizieren, dass die Anzahl an akut hungrigen Leuten sich verdoppelt wegen der Corona-Krise. Das ist schon sehr, sehr signifikant. Ein Wachstum von 100%, das ist eine schwere, schwere Krise, was, glaube ich, die Hungersituation weltweit betrifft und uns als Weltgemeinschaft betrifft, wie wir mit so etwas umgehen wollen. Aber es ist nicht nur in Hungerregionen. Man sieht auch in Europa, dass so der Krankheitsverlauf der ärmeren Bevölkerungsschichten deutlich schwerer ist als der reicherer Bevölkerungsschichten. Also auch hier in Österreich und in Deutschland, wenn ich weniger viel Geld habe oder wenn ich einen schlechteren Bildungsstand habe, dann trifft mich die Corona-Krise härter, als wenn ich es nicht habe oder wenn ich eben mehr Geld zur Verfügung habe. Und man sieht es auch, was Bildung betrifft. Also jetzt dieses ganze Thema Homeschooling, Familien, die, wo die Eltern einen höheren Bildungsstand haben oder die es sich leisten können, ihren Kindern gutes Homeschooling zur Verfügung zu stellen, da haben die Kinder einen Vorteil gegenüber anderen Familien, die eben nicht so gut dastehen und wo das nicht möglich ist. Das heißt, leider ist es wohl so, dass die Corona-Krise diese Spreizung der Gesellschaft in Leute mit Chancen und Leute mit weniger vielen Chancen noch weiter verstärkt. Hm. Sebastian, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Bei uns geht es jetzt hier weiter mit dem Format von unserem Chefredakteur, Greatest Business Mind. Klaus Fieler trifft da auf Peter Figger, dem CEO von Jung von Matt, und sie sprechen über Werbung und Corona. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne unseren Kanal und tschüss.